Hallo, ihr Lieben. Heute hätte ich gern mal eine Tüte Mitleid von euch. Ey, die letzten Wochen, die waren wirklich die Hölle. Ich hatte erst einen Bandscheibenvorfall und jetzt zu einem Überfluss auch noch einen Muskelfaserriss. Und das ist echt nicht lustig gewesen. Also Schmerzen wie die Hölle. Ich habe hier mal meine Schmerzmittelchen aufgestapelt. Da hat man immer gedacht, boah, wann kann man denn endlich mal wieder reisen? Wissen wir nicht. Dann haben wir die letzte Zeit öfters mal Wanderungen gemacht in Deutschland, hier bei uns in der Nähe, in der Umgebung. Das hat auch total Spaß gemacht und hat uns auch super gut gefallen. Aber selbst das ging dann plötzlich nicht mehr. Wir hatten eigentlich für Ostern geplant, mal eine schöne Wanderung zu machen. Alles ins Wasser gefallen. Okay, es lässt sich nachholen. Es ist ja nichts weg. Es ist nichts verloren. Und es geht mir auch schon wieder besser und es gibt sicherlich Leute, die haben ganz andere Probleme als ich, das weiß ich. Aber ich will euch diese ganze Geschichte trotzdem mal erzählen, weil es alles eigentlich schlecht und fast im Boden aus. Also passiert ist das Ganze am 29.03., das war ein Sonntag morgens, bin ich früh hier umgegeistert, habe Frühstück gemacht und weil ich niemanden wecken wollte, habe ich auch schön leise gemacht und dann musste ich niesen und habe versucht auch leise zu niesen. Ich weiß nicht, ob das der Fehler war. Auf jeden Fall hat es plötzlich hinten einen stechenden Schmerz gegeben, als ob mir da einer ein Messer reinrammt. Dann ist das wie, ich weiß gar nicht, wie so ein Stromschlag ins ganze rechte Bein runtergeschossen, bis unten in die Zehenspitzen. Und von da an hat mir dann einfach das Bein höllisch wehgetan. Der Rücken an der Stelle auch noch, aber gar nicht mal so sehr wie das Bein. Das Bein war schlimmer. Ja, und weil es jetzt ein Sonntag war, was tun? Keine Ahnung. Irgendwo in die Notaufnahme fahren oder einfach mal irgendwie versuchen zu überleben bis Montagmorgen. Ja, ich habe dann erstmal Ibus genommen, weil ich dachte, das nimmt man in dem Fall. Ist auch, glaube ich, wohl richtig. Hat ein bisschen geholfen, aber auch nicht so wirklich. Ja, und dann natürlich das ganze Internet durchgelesen, Dr. Google gefragt, ja, weiß ich, soll man auch nicht tun, weil am Ende führt alles zum Tod, ist klar. Ja, ich wusste dann wirklich nicht so richtig, was ich machen sollte. Und mir hat halt hier hinten der Muskel wehgetan, die Kniekehle, die Wade, der Fuß. Und ich dachte, das sind dann die Muskeln, warm halten. Habe ich mich in die Badewanne gelegt und dann hat sich das auch erst besser angefühlt. Ich glaube, das war nicht richtig, aber das wusste ich halt in dem Moment nicht. Montagmorgen bin ich dann zum Arzt, habe mich dahin gequält. Mein Sohn hat mich gefahren. Ich konnte nicht sitzen. Ich konnte nur stehen, bisschen gehen, humpeln, liegen eigentlich auch nicht. Auf jeden Fall die Fahrt im Auto war die Hölle. Ich habe geschrien vor Schmerzen. Und der Hausarzt sagte, Ischiasnerv. Zu dem Schluss war ich laut Google auch schon gekommen. Okay, hat mir eine Überweisung für einen Orthopäden gegeben. Dann habe ich angefangen rum zu telefonieren, mir einen Orthopäden zu suchen. Die ersten drei, die ich angerufen habe, waren alle im Urlaub. Und beim vierten hatte ich dann Glück. Da sollte ich dann auch sofort hingehen. Die junge Frau am Telefon sagte dann zu mir, aber jetzt sofort geben Sie Gas. Ja, hallo gute Frau, ich kann mich kaum bewegen, aber okay, ich komme. Ja, dann hat mein Sohn mich auch da noch hingefahren. Und da musste ich dummerweise noch eine Stunde warten im Wartezimmer. Das war auch nicht so lustig, weil ich ja nicht sitzen konnte. Da habe ich mich die ganze Zeit da im Stehen irgendwie an der Fensterbank festgekrallt. Ja, und die hat dann festgestellt, dass ich einen Verdacht auf Bandscheibenvorfall habe. Hat sich aber nicht weiter geäußert, welcher Wirbel. Und hat mir eine Überweisung für ein MRT gegeben. Den Termin hatte ich dann am 14.04. Also musste ich noch 3 Wochen warten bis zum MRT. Ja, bin ich also da aus der Praxis wieder rausgehumpelt, wieder nach Hause, ab aufs Sofa. Und Schmerzen ohne Ende. Ich habe wirklich viermal diese 600er Ibu pro Tag genommen. Zweimal sollte ich, dreimal durfte ich, viermal habe ich genommen, aber es hat auch eigentlich nicht so viel geholfen. Und dann hat mein Bruder mich auf die Idee gebracht, bei ihm in der Nähe wäre ein American Chiropractic und der hätte schon Lahme zum Gehen gebracht.
Ja, jetzt wollte ich aber nicht 300 Kilometer im Auto sitzen, weil das hätte ich gar nicht ausgehalten. Also habe ich mir hier in der Nähe jemanden gesucht. American habe ich nicht gefunden, aber ich habe dann einfach mal einen stinknormalen Chiropraktiker genommen, weil auch daran habe ich so eine Kindheitserinnerung. Meine Mutter hatte auch Probleme mit der Bandscheibe und ist immer zum Chiropraktiker gegangen, wenn sie Schmerzen hatte. Und ich habe nur in Erinnerung, danach ging es ihr immer besser. Und deswegen habe ich gedacht, kann nicht verkehrt sein. Dann habe ich mir jemanden gesucht, hier bei uns in der Nähe, in Hörgrenzhausen. Und die hat mir so toll geholfen. Also dieser Banner schließe ich in mein Nachtgebet ein und sage einfach nur Danke. Ich bin insgesamt fünfmal jetzt bei ihr gewesen, aber selbst nach dem ersten Mal, es war natürlich nicht weg, ist klar. Aber selbst nach dem ersten Mal ging es mir schon so gut, dass ich diese ganzen Schmerzmittel nicht mehr gebraucht habe. So, weg damit. Wärme hat man ja festgestellt. War nicht gut, hat sie mir bestätigt. Ich habe den Fehler gemacht, warm halten an dem Muskel, der mir wehgetan hat. Das war falsch, auch weg. Der Tipp, den ich euch geben kann, den sie mir gegeben hat und der total geholfen hat, war kühlen. Und zwar an der Stelle im Rücken, wo die Ursache herkommt. Und nicht die Muskel, die einem wehtun, warm halten. Das war grundverkehrt, aber ich habe es ganz einfach nicht gewusst. Also da kühlen und schon wurde das am Bein auch besser. Sie hat dann mich komplett eingerenkt, die ganze Wirbelsäule, und hat auch gesagt, dass der Ischiasnerv betroffen ist und dass sie deshalb davon ausgeht, auch Verdacht auf Bandscheibenvorfall, dass es der untere Lendenwirbel ist, der dann gegen den Ischiasnerv drückt. Ja, ich bin dann, also das war der Freitag vor Ostern und war dann schon mal happy, dass ich nicht mehr diese extremen Schmerzen hatte und dass ich mich so ein bisschen bewegen konnte. Also Ostern konnte ich dann ganz gut auf dem Sofa verbringen und bin dann Dienstag wieder bei ihr gewesen. Und dann hat sie wieder Muskeln gelockert und alle möglichen Sachen gemacht, hat total tolle Griffe drauf gehabt. Es hat immer schön geknackt und hat gut getan, auf jeden Fall. Und dann war ich nach 5 Behandlungen bei ihr eigentlich auch so weit, dass ich sagen würde, von dem Bandscheibenvorfall habe ich jetzt gar nicht mehr so viel gemerkt. Ich konnte mich annähernd normal bewegen, bin auch schon wieder selber Auto gefahren, bin dann zum MRT gewesen und wollte eigentlich nur den Befund haben. Der wurde zu der Orthopädin gefaxt, bei der ich in Behandlung war. Ich mochte die nicht so gerne, aber was sollte ich machen? Es war halt die Einzige, die ans Telefon gegangen war. Und ich bin dann wirklich nur an dem letzte Woche Freitag zu ihr gefahren, um den Befund zu bekommen. Und an dem Morgen war die auch total nett plötzlich und hat mir ganz geduldig alles erklärt, was bei mir passiert ist. Es war also kein richtiger Bandscheibenvorfall, sondern eine Bandscheibenvorwölbung, die dann auf den Ischiasnerv gedrückt hat. Und dadurch sind diese Schmerzen entstanden. Dann hat sie mich noch untersucht und hat noch gesagt, sie muss noch feststellen, ob ich ein neurologisches Problem habe. Habe ich alles nicht gehabt. Und es war eigentlich schon alles geklärt. Sie hatte mir dann noch ein Rezept mitgegeben für Krankengymnastik 6-mal. Und es war eigentlich alles besprochen. Zum Schluss sollte ich dann aufstehen, mich einmal aufs linke Bein stellen, aufs rechte Bein stellen. Das ging auch alles, konnte ich alles. Und einmal auf dem rechten Bein, also bei mir war das rechte Bein betroffen, hüpfen. Puh, alter Verwalter. Das hat einen riesen Knall gegeben in meiner Wade. Ein Wahnsinnsschmerz. Und ich habe mich erstmal gesetzt und habe angefangen zu heulen. Ich habe gesagt, das ist ja wohl nicht wahr. Ich habe wirklich Panik gekriegt in dem Moment, Schock, dass es jetzt alles wieder von vorne losgeht. Ja, und diese Ärztin kommt an, tastet das nur ab und sagt, oh, das tut mir aber sehr leid, dass Sie jetzt auch noch einen Muskelfaserriss haben. Und geht raus, lässt mich so da sitzen. Ey, hallo? Ich habe wirklich unter Schock gestanden, weil normalerweise lasse ich mir sowas nicht einfach so sagen und bin da rausgehumpelt, habe dann festgestellt, oh, jetzt kann ich wieder nicht, gar nicht mehr laufen, rechte Bein. Wieder,
bin dann irgendwie noch nach Hause gefahren und hier zu Hause waren die Schmerzen so schlimm, dass ich gedacht habe, ich gehe echt kaputt. Ne? Habe mich nur hier aufs Sofa fallen lassen und habe dann mal schnell gegoogelt, was man bei Muskelfaserriss macht. Kühlen, Druckverband auch kühlen und hochlagern. Habe ich gemacht, das war jetzt Freitagnachmittag, wieder ungünstige Zeit. Also im Liegen konnte ich es dann ganz gut aushalten, aber ich konnte überhaupt nicht mehr auftreten. Ging gar nicht, ich konnte überhaupt nicht laufen. Ja, dann haben wir zum Glück hier noch diese Krücken im Keller gehabt. Also Gehhilfen heißen die ja. Von meinem Sohn, von seiner Knie-OP vor 3 Jahren. Das ist ein echter Versehrtenverein hier, ne? Keiner kann laufen. Und mit denen konnte ich mich dann zumindest mal so ein bisschen fortbewegen. Das konnte dann das Bein so entlasten, dass ich mich halt ein kleines bisschen bewegen konnte. Ja, Crashkurs im Treppensteigen hat Janik mir noch gegeben, aber das hat leider nicht funktioniert. Da ist mir dann schwindelig geworden. Ja, okay. Und ja, das war Freitag. Heute ist Dienstag. Komischerweise geht es mir jetzt auch schon wieder so gut, dass ich fast normal laufen kann. Ich bin noch so ein bisschen am Humpeln. Ich kann das Bein aber zumindest schon wieder strecken und kann so leicht auftreten. Das ist alles noch nicht wieder normal, aber es geht einigermaßen. Also hier zu Hause kann ich mich bewegen. Autofahren würde ich mich jetzt noch nicht trauen. Aber deshalb denke ich mal, dass es doch kein Muskelfaserriss war, sondern vielleicht nur eine Zerrung. Ich habe keine Ahnung. Aber das war alles nicht lustig. Ja, es ist gut ausgegangen. Ich habe mich jetzt ungefähr 4 Wochen damit rumgequält. Es wird auch wahrscheinlich, keine Ahnung, vielleicht noch eine Woche dauern, bis es wieder einigermaßen normal ist. Ja, wollte ich euch nur erzählen. Ja, okay. Und dann ist mir noch was anderes passiert. Das ist schon länger her. Weil wenn, dann kommt es ja alles auf einmal und dicke. Ich habe da noch eine Anzeige wegen eBay am Start. Da bin ich angezeigt worden wegen Warenbetrug. Wenn euch das interessiert, erzähle ich euch das auch noch, weil es ist auch eine gigantische Geschichte, aber in einem anderen Video. Auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt und jetzt geht es mir ein kleines bisschen besser. Und ich hoffe, dass wir bald alle wieder reisen können und machen können, was wir wollen. Tschüss.